Herzlich willkommen zu meinem Video am 3. Dezember 2020. Heute ist Donnerstag und heute habe ich mich ausschlafen können. Habe bis 11 Uhr geschlafen, circa halb elf, elf. Und Nachmittag ist Sonja gekommen, hat mir meinen von ihr befüllten Adventskalender gebracht und wir hatten viel Spaß, wir waren eine Runde spazieren und nur um den Block, weil es kalt war, aber es war schön und wir haben Kaffee getrunken, getratscht und viel Spaß gehabt. Rebecca war auch da, die macht immer bei mir die Akupunktur. Das hat heute viel gebracht. Das merke ich schon im Rücken, weil sie mehrere Punkte im Ohr mit Nadeln versehen hat, die gegen die Rückenschmerzen helfen sollen. Und das merke ich jetzt schon, dass es was bringt. Es hat mir gut getan. Und ich habe mit Sonja viel Spaß gehabt und wir haben viel gelacht und es war einfach schön. Sie hat mir so einen total süßen Adventskalender gemacht mit Süßigkeiten und mit Schminke und mit selbstgebastelten Sachen. Total lieb und wie gesagt, ich muss mir noch was überlegen, um mich dafür zu arrangieren. Ich bin total beeindruckt. Aber ich habe sie nicht dazu überredet, das war ihre eigene Idee. Ja, wir haben heute extrem viel gelacht und Spaß gehabt und es war richtig schön. Morgen kommt niemand, morgen habe ich einen Termin beim Arzt, Nachmittag leider erst, weil es wäre Corona gekommen, der musste ich absagen deswegen. Ja, ist nichts Schlimmes, aber muss ich wahrnehmen. Da geht es auch um Therapie und so. Ja, so morgen keine Assistenten. Am Montag ist Corinna bei ihrer neuen Arbeitsstelle Probearbeiten und am Samstag kommt Sonja wieder. Ich freue mich auf beides, dass ich Montag mal einen Tag für mich habe und dass ich am Samstag Sonja wiedersehe, freue ich mich auf beides, aber ich freue mich auch wieder auf Corinna, die kommt dann am Mittwoch, glaube ich, ja, und die ersten Schmucksachen vom Purely Adventkalender waren auch total süß. Mond- und Sonnenohrringe, also in Mond- und Sonnenform, ein Armband, ein festgliedriges, dickergliedriges und eine Halskette mit einem Stein. Bis jetzt total schöne Sachen, über die ich mich sehr gefreut habe. Aber momentan kann ich noch nicht sagen, welcher Adventskalender besser ist. Der von Sonja oder der von Pule. Aber der von Sonja wird sicher um Welten gewinnen. Weil er selbst gemacht ist und viel Überlegung dahinter steckt und so. Aber ja. Am Montag telefoniere ich wieder mit Christoph. Am Freitag, also morgen, mit Kerstin, und ich hoffe, ich vergesse das dieses Mal nicht,
weil ich dann immer das Handy eingepackt habe in dieser Hülle, die Mama genäht hat. Und bis ich das ausgepackt habe, lege ich Kerstin immer auf und kommt auf meine Mailbox. Und dann muss ich sie immer zurückrufen. Und das finde ich doof, weil ich zu langsam bin. Aber ja, ich werde schon irgendwie dran denken. Nur wenn ich morgens aufstehe, erst um Mittag, denke ich meistens nicht daran, dass Kerstin anruft. Aber heute habe ich nochmal drüber gesprochen, also werde ich morgen dran denken. Mir geht es soweit ganz gut. Meine Mutter hat heute mit Rasperger telefoniert, also den Psychiater. Er hat eine halbe, also 30 Milligramm Antidepressiva erhöht, weil es mir eben nicht so toll geht, aber es geht momentan mittelmäßig. Und mit den Schlaftabletten soll ich so weitermachen, weil ich ja jetzt lange nicht schlafen konnte und jetzt wieder seit einigen Wochen schlafen kann. Zumindest wenn es die Schmerzen zulassen. Und ja, das hat meine Mutter mit ihm ausgemacht. Und das freut mich. Der Meinung bin ich auch und das hätte ich genauso gemacht. Sonst gibt's nicht viel. Am Montag endet der Lockdown, so teilweise zumindest. Die Hotellerien und Cafés und Bars bleiben zu. Aber einkaufen gehen kann man wieder. In alle Geschäfte, die über 10 Quadratmeter haben. Also zumindest personenweise, nicht 1000 Leute in einem 30 Quadratmeter Raum, aber eine Person pro 10 Quadratmeter. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber ich denke, das ist zu früh. Ich glaube, dass wir nach Weihnachten den nächsten Lockdown haben werden. Natürlich soll man optimistisch denken, aber ich glaube, 2 Wochen Lockdown wären vor Weihnachten noch gut gewesen. Und durch die Massentestungen fühlen sich jetzt viele wie, oder werden sich jetzt viele wie geimpft fühlen, weil sie wissen, dass sie es nicht haben und dann risikofreudiger werden und mehr gegen diese Maßnahmen kämpfen, weil man halt auch nicht in den Urlaub fahren kann oder so. Und das wird halt negative Folgen haben, glaube ich, die Massentestungen. Aber man kann es sowieso nicht verhindern. Es ist so verordnet und muss jetzt auch gemacht werden. Obwohl es sicher keinen positiven Gedanken in den Köpfen der Leute auslöst, sondern nur Dummheiten. Aber naja, wenn es so angeordnet ist. Aber sonst gibt's nicht viel Neues. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.